Moin Moin, liebe Leute. Heute erkläre ich euch mal den Ablader. Der Ablader ist ja in aller Munde, ne? In aller Fachmunde sozusagen, und macht ja immer gerne mal ein paar Schwierigkeiten. Und wir können eigentlich sagen, der Ablader ist an sich ein ganz einfacher Begriff. Gibt es erstens nur im deutschen Recht, nur da, ne? Sonst überhaupt nirgends. Nur deutsches Recht. Und Ablader ist immer derjenige, der es bewirkt, dass die Güter ans Schiff herangebracht werden. So etwas schwülstig, aber das Wort bewirken ist ganz toll. Bewirken tun nämlich Spediteure etwas und sonst niemand. Das heißt, hinter dem Ablader versteckt sich ein Spediteur, ein Seehafenspediteur. So, um das Ganze besser zu verstehen, abladen, kurz erklärt, abladen bedeutet widersinnigerweise Sendung auf ein Schiff geben, also eigentlich beladen, aber ein Schiff im Seemannsgebrauch sozusagen, im Sprachgebrauch, wird abgeladen, taucht also tief ins Wasser ein. Ein Schiff taucht tiefer ins Wasser ein, je mehr Sendung drauf sind. Das heißt, dieser Begriff Abladen hat nichts damit zu tun, dass irgendwo eine Kiste hingestellt wird oder sowas, sondern es hat damit zu tun, dass Sendung an Bord eines Schiffes geliefert werden, wie auch immer, und das Schiff dadurch immer weiter abgeladen wird, das heißt immer tiefer eintaucht. So, und in dem Verständnis, jemand, der als Ablader bezeichnet wird, ist also jemand, wie ich eben schon sagte, der die Sendung an Bord eines Seeschiffes gebracht hat, Anführungszeichen gebracht hat, denn es wird organisiert. Nicht? Es ist ein Spediteur, der dafür sorgt, dass diese ganze Geschichte läuft. Kurzfassung, ein Ablader ist derjenige, der es bewirkt, dass Sendungen im Exporthafen an Bord eines Seeschiffes gelangen. Es ist insoweit auch noch ein exportseitiger Begriff und nur da, nur Export, nur Deutschland und stammt aus dem 5. Buch HGB. 5. Buch HGB beinhaltet den gesamten Seehandel. Da kann man das Ganze nachblättern, 5. Buch HGB. Und um dem vorzubeugen, dass jemand auch denkt, ja, abladen, Kiste irgendwo hinstellen oder was, praktisch geht es gar nicht. Es kann keiner eine Kiste am Hafen irgendwo hinstellen, irgendwie anliefern, das funktioniert nicht. Ne? Also das ist praxisfern. Und in meinen Ganztagesseminaren, in denen es dann um den gesamten Verladeprozess geht, inklusive Zoll und Dokumentation und so weiter und so weiter. Da gehe ich natürlich sehr präzise darauf ein, wie das in der Praxis funktioniert. Nicht? Also insoweit hier nur mal kurz erklärt der Begriff Ablader und Zusatz, der Ablader, auch da kommt man raus, das kann nicht der Lkw-Fahrer sein, der Ablader, so steht es im 5. Buch HGB drin, hat auch zudem ein Anrecht auf die BLs. Da stellt sich eine weitere Frage. Erstens, was will der Fahrer mit meinen BLs? Läuft nicht. Zweitens, wie kommt der Mensch an die BLs? BLs werden klassischerweise geschrieben und elektronisch versendet. Kein Mensch hückert noch mit Original-BLs rum, jedenfalls nicht im Kontext mit einer Verladung. Also das nicht. Also von daher, nicht? Der Abladerbegriff macht immer sehr viele Schwierigkeiten, ist aber an sich ganz einfach, wenn man weiß, das ist ein Seehafenspediteur, ein Besorger sozusagen. Nicht? Und Ablader, nochmal, ist derjenige, der es bewirkt, dass die Sendungen im Exporthafen an Bord gelangen und das Schiff insoweit weiter abgeladen wird. Nicht? Ja, Verweis auf meine Seminare, nicht? Da gibt es das eben und Fortsetzung folgt. Okay, bis bald. Ciao.